Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zurück. Und es geht weiter mit der Saison vom SCP. Aber ihr wisst ja, wir waren letztens noch in der Vorsaison und machen jetzt erstmal das Turnier weiter. Was mich hier wundert, ist, dass wir das nächste Spiel gegen Cagliari haben sollen in diesem Pokal. Allerdings ist in der Tabelle überhaupt kein Cagliari drin. Also strange. Aber wir machen es einfach mal. Tatsache, Cagliari. Hä? Okay. Was soll's? Wichtig wird, ob wir gleich unseren Superstar kriegen. Balotelli. Mario. Wir müssen ihn kriegen, Alter. Und wenn ich das ganze Budget vom kompletten Team da reinsetze. Alter, was ist mit dem scheiß Flackerbild wieder los? Diese Dreckscam. Tatsache, Cagliari. Und auch das Rauschen schon wieder, Alter. Scheiß Nvidia. Shadowplay könnt ihr echt vergessen. Habt halt Flackerbild, ist die Störung in der Leitung, weil da so viele Fans oben drauf sind. Sehr herzlich zu unserer heutigen Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß. Gemeinsam mit dem Kollegen. Also, erstes Spiel haben wir gleich verschissen, Alter, in dem Turnier. Unentschieden. Es geht heute um ein Spiel am zweiten Spieltag bei diesem Vorbereitungsturnier. Cagliari gegen SC Paderborn. Spiel Nummer 2, also in gegen SC Paderborn. Aber schön betont. What? Sie sind ein sehr ehrgeiziges, ein sehr ambitioniertes Team. Oh, Alter. Will ich schon mal so eine aufkackerische kleine Drehung mit dem 68er Spieler machen? Und nein, sie muss gleich in die Hose gehen. Und jetzt bekommen wir hier die Aufstellung der Paderborner eingeblendet. Gute Aktion. Ja, wird hier gut unterstützt. Cagliari macht doch gleich richtig Druck, Alter. Was ist los mit denen? Als würde es um alles gehen. Das ist doch nur ein scheiß Vorbereitungsturnier. Fuck. Digga, auch sehr laggy irgendwie. Was ist denn los? Ja, genau. Ja, oh. Hätte er nicht gekriegt, hätte der andere ihn mit der Kniescheibe noch gehalten. So, machen wir einen schönen angeschnittenen Lupfer. So. Oh mein Gott, Alter. Manchmal sehr strange die Physik, Alter. Jo. Was? Er brettert da mit beiden Füßen rein. Lapalula? Was? Alter, ja, was ist los, Alter? Mit drei Mann auf einem Pressing, Alter. Die tun so, als würde es um alles gehen. Das waren sie sehr geduldig im Aufbau. Sehr gut geblockt vor Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Könnte die Frage ups. Tor Nummer 1. Jo. Die Partie im Griff. Bisher haben wir nur die Tore gesehen. Alter, übertreib's mal nicht, Mann. Scheiß Vorbereitungsturnier. Wen juckt das? Ah, jetzt macht das noch keinen Bock, Alter. Ich brauche gleich meine Stars. Vielleicht kriegen wir sogar Sergio Ramos. Mal sehen. Boah, das wäre cool. Der 37-jährige Sergio Ramos vom SCP. Lip, bip, bip, bip. Alter, was ist das für ein laggy Scheiß? Die ganze Zeit diese Hänger. Komm, mach mal ein Tänzchen, Alter, nach so einem Tor. Platte, Alter. Manta Platte hat das Tor gemacht. Scheiße. Nochmal der
der Blick auf die Wiederholung. Zunächst oh doch, das ziehen wir uns nochmal rein, Alter. Das hier an der zweiten Liga. Mit seinem Kung-Fu-Kick. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ja, nur dass kein Schwein interessiert, Alter. Das scheiß Vorbereitungsturnier in der Vorsaison. Er macht Fax mir Ronaldinho, Alter. Der neue Neymar. Bakaliadri. Och, scheiße, Alter. Ich werf rum eben Neymar. Ups. Und? Wieder Manta Platte. Jo. Zunächst der wirklich gute Pass. Digga, hässlichster Schnäuzer, den ich je gesehen habe. Den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Er will sich wohl empfehlen, weil er weiß, dass nachher Balotelli kommt, dann können sie Erle den Platz räumen. Im Sturm. Alter, warum sie die Vertonung für die Fangesänge? Alter, ist das Liverpool oder was? Slap. Oh, holy shit, Alter. Boah, dieses Flackerbild von der Cam, dieses Flackergeräusch vom Headset. Meine Fresse, ey. Unglaublich. Der Ball rollt wieder, ob sie auch in der zweiten Hälfte so überzeugend auftreten wie in Durchgang 1. Muss ich vielleicht doch wieder mit OBS machen, also das geht mir echt auf den Sack bei Shadow Play. Jetzt könnte der Pass kommen. Oh, komm schon, Alter. Er wird wechseln. Ab sofort spielt er für Newcastle United. Wer, Alter, von wem labern die? Also Lorente? Sie sich in jedem Fall, das ist ein richtig guter Transfer. Chance. Nee, so nicht, Alter. Jetzt ist der Gegner am Ball, das wäre eine gute Chance gewesen. Das könnte vielleicht was werden. Schöner Schuss. Hätte ich in der Kreisliga 10 nicht besser hinkriegen können damals. Hatte ich euch ja noch gar nicht erzählt, Alter. Superstar der Kreisliga 10. Wir waren immer auf dem letzten Platz, aber... Boah, jetzt machen sie aber sehr Pressing, Alter. Wenn sie so alle durchkommen jetzt... ist gut, komm. Kriegen sie noch eine Bude. Zack. Ach, scheiße. Was? Zombie gegen Conte. Ecke kommt in den 16er. Damit hat er keine. Alter! Stehen immer in der richtigen Ecke beide. Und auch wenn der Torwart nicht da wäre, Alter, es steht immer noch einer zusätzlich hinter. Sehr seltsam. Komm, Alter, holy shit, mach so einen schönen Feder rein. Zack. Der Ball kommt rein. Sing auf. Oh. Was war das denn, Alter? Was war das denn, du Honk? Das sah gut aus. Klasse, dieser Wolle. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Ja, bevor wir nächste Woche mit der Saison anfangen, Alter, mit dem ersten richtigen Spiel,
dachte ich mir, hauen wir am Wochenende noch schnell diese scheiß Vorsaison durch. Und die müssen wir ja noch hinter uns bringen, bevor es überhaupt losgeht. Ui, 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 ui. Achtung! Klasse gehalten! Gut pariert, Mann. Die Ecke kommt. Wow, wow, okay. Alter, gönn ich. Habt ihr euren Anschlusstreffer. Gucken wir uns aber nicht. So, fair play, mach ich nicht. Direkt ab und drin ist er. Schuster. Oh, jetzt haben sie wieder, Oberwasser gerochen. Guck mal hier. Jetzt wieder Double Pressing. Na. Sie verlieren den Ball. What? Jetzt ist Platz für den Konter. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Da kommt die Flanke. Shit. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Die Flanke müssen verzogen. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Alter, aber wie passen die gleich in die Tabelle rein? Bin ich mal gespannt, was da gleich. Die waren überhaupt nicht bei dem Turnier. Oh shit, hast du die aber mies abnehmen lassen. Oh ja. Er ist immer direkt unten wie so ein Düsenjäger, Alter. Jetzt wechseln sie hier aus. Da kommt die Ecke. Ja, geblockt, aber weiter. Jo! So, klasse Pass. Und er gibt ihn. Auf jeden Fall, Alter. Ding, ding, diese beschissenen Flummibälle immer. Hier. Achso, die zeigen nur noch das. Okay, Alter, Elber kassierst du auch noch. Sling! Alter! Er ist einfach Oliver Kahn, Alter. Egal. Okay. Gehen wir noch in die Ecke. Ecke in die Mitte. Die Gefahr bereinigt. Er kann es machen. Wer ist er? Spider-Man, Alter? Er geht ins Zentrum und da ist dieser Angriff beendet. Sie machen zu. Ballgewinn, gefährliche Position. Ey, das ist nicht wahr mit dem Typen. Angriff lang. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Begegnung. Scheiß drauf. Hauptsache gewonnen. Aber gegen ein Team, was gar nicht dabei sein dürfte. Jetzt mal gucken, wie das in die Tabelle passt. Sehr seltsam. Tabelle? Hm? Wo ist der Cagliari, Alter? Hellas Verona? Alcorzon? Hatayspor? Lecce? Wer war das jetzt? Mal sehen, wer hat denn jetzt einen Verkack gekriegt? Unentschieden, unentschieden. Auch keine Niederlage bei, Alter, was soll der Dreck? Hä? Was ein Trap, komisch. Fokus des Trainingsplans, ja, nicht jetzt, Alter. Was überhaupt mit meinem Moment, Alter? Was ist mit, Moment mal. Was mit den Transfers? Läuft, läuft. Oh, Sergio Ramos ging auf keinen Fall, Alter. Der Typ kostet alleine mehr, als wir komplett besitzen. Aber hier... Das muss klappen. Wenn das nicht klappt, Alter, Saison jetzt schon beendet, dann wird es keine weiteren Videos mehr geben, Alter, dann scheiß auf die Saison. Wenn er nicht kommt, zocken wir nicht. Ja, mal sehen jetzt. Oh, die Verhandlung. Was ist das denn, Alter? Wer ist der Typ, Alter? Worum geht's hier? Was ist das?
Was soll das sein, Alter, für ein Pantomimenspiel? Ja, mit seinem Koffer, was war das, ein Arzt oder was? Worum geht's hier? Ach so, oh wow, Alter. Der Verkauf, sehr wichtig. Oh shit, Alter, was ist mutig? Paderborn will Ramos. Wieso mutig, Alter? Der Typ ist 37, Mann. Oh, Moment. Zehnter verkauft, okay. Zehnter verkauft. Stillstand bei Verhandlungen mit wem, Alter? Mit Ramos? Hallo Deckert, die Verhandlungen mit SC Sevilla sind leider zum Stillstand gekommen, da ich keine ihren Anweisungen entsprechenden Konditionen für den Kauf von Sergio Ramos aushandeln konnte. Da unser Anfangsgebot für ihn zu niedrig gehalten wurde, bestand keine Bereitschaft weiterzuverhandeln. Die Verhandlungen sind beendet. Ja, weißt du was, Alter, scheiß drauf, Ramos. Oh, das hier ist wichtig. Übereinkunft. Oh, er kommt, er kommt. Sofort annehmen, Alter. 4-7 kriegen sie. Annehmen. Sofort delegieren seinen Lohn. Du kriegst, was du willst, Mario. Ja, lassen wir es mal so, das klappt auch meistens. Du Drecksack, Alter, er meint, er wäre hier. Boah, 37, aber immer noch 83, verdammte Scheiße. Was haben wir denn angeboten? 3,5. Okay, war vielleicht ein bisschen wenig, stimmt. Ja, scheiß drauf, das war auch nur ein Gag. Das war eh nicht, kriegen wir klar. Also, gegen wen müssen wir jetzt? Kortrijk? Was ist das denn, Alter? Klankinke, Footballer, Grunditzung? Was ist das, Alter? Norwegen oder sowas? Scheißegal. Also, die machen wir auch noch eben. Was? Danke für das Gespräch. Welches, Alter? Danke für das Gespräch, Boss. Es tut mir leid, dass ich das so hart sagen muss, aber ich sehe leider keine Zukunft mehr bei diesem Verein. Hier macht es mir einfach keinen Spaß mehr. Okay, Conte, dann würde ich sagen, gehst du. Ihr müsst eh fast alle gehen. Dann meint ihr uns, Balotelli. Wir brauchen dich noch. Überleg es dir nochmal. Willst du uns im Stich lassen? Sir Lord Conte, gut, er geht eh, Alter. Hier, ich kann ihn so ein bisschen glücklich machen mit Gequatsch, aber wir werden ihn später eh nachtreten. Na, klar. Wir müssen die Hälfte verkaufen, Alter. Grimaldi, Platte. No. Nein! So. Müssen wir schon das nächste Spiel machen oder schafft man vielleicht noch vor, die Verhandlungen zu sehen? Und? Ach. Komm, wir gucken jetzt nicht hier bei jedem zu, wie er rausbegleitet wird, Alter. Was ist das für ein Scheiß? Ja, Hoffmeier muss auch gehen. Oh, wenn ihr mal wenigstens 3,3 Millionen bekommen, Alter. Was, ja. Das war ein guter Deal, wollte ich doch sagen. Wirklich ein guter Preis. Da könnten wir fast wieder versuchen, Ramos zu beschwichtigen. Jetzt haben wir 3 Millionen mehr. Spieltag. Napoli FC holt Edmond Tapsoba. Was gibt's sonst noch für News? Nichts für uns Interessantes. Wir spielen jetzt gegen Kortrijk. Keine Ahnung, Alter. Weiß nicht. Kortrijk. Kortrijk. Na, leck mich, Alter. Ja. Holy shit, warte mal. Wenn er jetzt schon im Arsch ist, nehmen wir mal Grimaldi kurz raus. Ach komm, scheiß drauf. Das Toni interessiert eh keinen. Das zocken wir jetzt hier schnell durch. Beide Mannschaften wollen heute glänzen, wollen auftrumpfen, wollen dieses Duell für sich entscheiden. Es zählt nur der Sieg und die Stimmung im Stadion, die passt. Allianz Stadium im Hintergrund so von Jubel, Alter. Kann's losgehen. Bleiben Sie dran. Kann das sein, dass nicht nur mein Ton abkackt, sondern das ganze Spiel? Ich möchte Sie zu Hause ganz herzlich begrüßen zu diesem Spiel hier im Allianz Stadium. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Oh ja, fängt gut an. Heißen auch heute natürlich wieder Ihre Kommentatoren und wir zeigen Ihnen heute eine Partie am dritten und letzten Vorrundenspieltag bei diesem Vorbereitungsturnier. Und das ist natürlich eine Partie, die viel verspricht. Das spürst du auch an der Atmosphäre hier im Stadion. Dritte Spiel in diesem Vorbereitungsturnier. Bisher kann sich das hier alles sehen lassen. Komm, Junge! Das sehen wir ja auch an den Fans, die es gut an, freuen sich, dass sie diese Yo! Diese Turniere vor der Saison konnte man sich wirklich sparen. Das hat er geahnt. Hat er das? Hat er
er das auch geahnt und ahnt er das. Sag nicht wieder Mantaplatte, Alter. Doch. Vielleicht brauchen wir Balotelli gar nicht. Nee. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Pass geht direkt zum Gegner. Klasse Pass. Und was machst du, Alter? Die sind so lahm, Alter. So Spieler mit so zwischen 65 und 70. Aber das macht ja den Reiz aus, Alter. Nicht immer dieselben, wie ich es beim ersten Video geschrieben habe. Nicht immer dieselben Ultimate Teams und. Moment. Und wie gesagt. Vini Junior gegen Mbappé, Mbappé gegen Haaland, immer derselbe Mist. Lieber so, Alter, so lahmarschige Typen, guck mal hier, sind alle schon im Arsch, obwohl die erste Halbzeit noch nicht mal 10 Minuten läuft. Keiner hat mehr Power. Tricks kannst du eh vergessen. Hier, das war das Beste, was ein Trick rausholen ist. Sie holen sich den Ball. So macht's wenigstens Bock. Hochkämpfen. Sie lassen sie jetzt erstmal kommen. Oh, Alter, so ein Eierschuss. Kannst doch nicht mal in der Kreisliga mitgehen. Boah, Grimaldi, 26 Minuten spielt schon wirklich komplett im Arsch. Keine Puste mehr. Oh, holy shit. Er ist. Müssen wir den schon vorher auswechseln, Alter? Da ist er wirklich komplett der. Boah, Alter, voll platt. Ja, komm, ist eh nur Freundschaftsdingsturnier. Juckt mich. Guck mal, er hat sich gerade beschwert. Kriegt Conte seine Chance. Ich glaube, hier können wir auch fünfmal wechseln, ne? Einfach nicht, genau. Turniere, die unwichtig sind, ich glaube fünfmal, oder? Einfach die Konzentration. Der ist komplett, Alter. Selbst wenn ich Paste-Taste gedrückt habe, Alter, hat er sich kein Stück mehr bewegt. Ja, lass dir doch nicht. Massimo Bruno. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Da war er mit den Fingerspitzen dran. War? Sah mir gar nicht danach raus. War ich dran? Mann, Reykjavik oder wie auch immer sie heißen. Ecke kommt lang. Das sah vielversprechend aus, aber nur Ballverlust. Jetzt dieser Ballgewinn. Da macht er zu starke Aktion. Schuster. Hey, Alter, wo holen die ihren Speed her? Soll ich unsere Pressing-Taktik doch vergessen? Latte. Macht er ihn. Da hören wir den Pfiff. Nun geht's also erstmal in die Pause. Wir machen noch so weit, bis wir gleich die Verhandlung mit Balotelli sehen. Dann reicht das. Jetzt ist die Pause vorbei. Es geht weiter mit Hälfte 2. Es ging eigentlich nur um den Transfer, ob der klappt. Boah, ich muss wirklich die Pressing-Taktik wieder ausmachen. Die saugt zu viel Power. Flanke kommt. Ball kommt an. Oh mein Gott! Ja, aber wichtig, dass er da zur Stelle ist. Und jetzt bekommen sie die Chance. Stark gemacht, das könnte was werden. Ja, das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach. Mann, diese Hänger. Nicht normal. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Er
kann erstmal klären. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Riesenchance. Das hat der Verteidiger klar. Holy shit. Ein echter Kuhwolf, wenn du mich fragst, alle beteiligt. Jetzt schießt er! Tolle Parade! Aber Gefahr ist nicht vorbei. Tolle Parade! Wie der Spider-Man im Tor. Da muss ich erstmal halten. Da muss ich überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Ecke kommt in die Mitte. Uff! Alter! Sie können sich nach dieser Ecke befreien. Armer Mackay, Alter. Der war sehr mies gemacht. Wenn ich ihm direkt vor die Füße gerannt hatte, ich Idiot. Jetzt mal einen Lupf. Oh, Moment. Ja, die Flanke bringt nichts ein. Ballverlust. Komm, erzähl nicht, Alter! Oh mein Gott! Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Massimo Bruno. Ist es das jetzt? Gott sei Dank sind sie so blöd zum Schießen vom Tor. Oh, warte, was? Genau so ist es. Aber ich glaube, Schlenzer wäre besser gewesen. Wo köpft dann hin? Nicht da, wo ich ihn gelenkt habe, ehrlich gesagt. Er bekommt Hilfe. Mit viel Übersicht. Aber dann machen sie doch nichts aus diesem Angriff. Alter, wie können die ganze Zeit so Pressing spielen? Die Arschgeigen. Und zehnmal mehr Luft haben als meine. Da ist die Flanke. Guck dir das an. Digga, das ist nicht. Was? So einfach geht es dann aber doch nicht. Ja, das war kein guter Lupfer. Ja. Jetzt wird gewechselt. Und es bleiben noch 5 Minuten. Selbst die Abpraller immer zu seinen Gunsten irgendwie, dass es gefährlich für mich wird. Irgendwie bescheißt der PC, glaube ich, jedes Mal. Macht da gut Druck. Das könnte vielleicht was werden. Das könnte jetzt. So, komm, wir wechseln auch nochmal. Ziehen mal ein bisschen Zeit. Können wir nochmal, ne? Ja, klar. Freundschaftsspiel geht immer. Die letzte Chance für den Ausgleich sein. Sie drängen auf den Ausgleich bei dieser. Oh, Torwart steht auch mit dir. Komm, vielleicht kriegen wir so ein Zaubertor ein. Gute Parade. Schnell. Ah, oh, ja. So, komm, jetzt noch schnell der Deal. Der Deal in trockene Tücher, dann ist alles in Ordnung. Teamstrategie, ja, komm, die, ah, nee, das ist ja bei, warte, das machen wir gleich. Jetzt erstmal, oh. Transferangebot für Obermeier.
Eigentlich Kohle bräuchte man nicht mehr wirklich. Aber wir sollten auch Herr Obermeier. Ach nee, guck mal, wer ihn haben will. Kaum geben sie Balotelli ab, wollen sie sich ihn bei mir holen. Aber okay, weißt du was, gehen wir ruhig ab. Machen wir ruhig. Scheiß drauf. Was noch? Turnierpreisgeld, 1.100.000, Champions Trophy Leistung, herzlichen Glückwunsch, bla bla bla. Trainingsplan, bla bla bla. Hofmeier verkauft, ja. Was ist mit Balotelli, Mann? Mann, wie lange brauchen der für seine Verhandlung? Was? Die Freigabesumme für Sirlot Conte zu bezahlen. Na denn? Machen wir das doch gerne. Aber das hier ist viel wichtiger. Er ist da. Was für ein schnittiger Anzug. Wer kommt da zum SCP? Jetzt kannst du noch bergauf gehen. Mann, Alter, seit wann haben diese bescheuerten Einspieler? Mario Balotelli. Aber nicht die neuen. Bescheuert oder was? Kriegst deine Originalzahl, keine Sorge. Die gewohnte. Ja. Yeah. Erster. Brauchbarer Deal D, was muss das heißen? Ihr seht noch, wie brauchbar der ist. Oh, jetzt könnten wir ihm nochmal. Aber 37, weißt du was, schiebst dir in den Arsch, Alter. Der eingeblitzte Sack. Ich rede nicht mehr mit euch für das miese Angebot, was ihr gemacht habt. Weißt du was, Alter? Wir brauchen dich gar nicht. Scheiß drauf. Den könnten wir uns noch holen. Haben sie ihn wirklich geholt? Hansa Rostock, Alter. Okay. Scheiß auf den Trainingsplan, Alter, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, dafür ist zu spät. Aber was wir machen, ist erstmal hier. Taktik wieder, ne, Gegenpressing, Alter, das ist, ja, Tiki-Taka ist auch in Ordnung, Flügelspiel. Obwohl, ja, wir können noch, wir gehen auf Konter. Nein, Alter, so schlimm auch nicht. Ja, Kick and Rush ist okay. Ja, möchte ich. Jetzt möchten wir aber auch erstmal einen Moment. Grimaldi darf jetzt erstmal seinen Platz räumen. Obwohl, warte. So, Conte, wenn du uns eh verlassen willst, dann kannst du auch Leine ziehen. Oh, shit, Alter. Hatte ich da gar nicht drauf geachtet, Mann? Ach du Scheiße, sag bloß, ich hab Dings verkauft. Okay. Das war ein Abwehrspieler, Alter. Komm, ist okay so. Muslia kommt, ja, da sollten wir eh machen. Mit einem defensiven und einem offensiven Mittelfeld. Ja. Weiß auch nicht, was wir so defensiv gemacht haben, Alter. Warte mal. Ja, ging auch. Nee. So. Dann passt es nämlich auch von der Aufstellung. Moment, Schuster geht in die Defensive. Nee, okay, dann bleibt Plefisch da. Schuster geht ganz raus. Dafür kommt Muslia rein. Okay, der Rest passt auch. Oh Mann, Alter, Obermeier haben wir auch verkauft. Shit. Alter, ich dachte, ich hätte noch ein bisschen mehr beim linken Mittelfeld. Brand haben wir noch. Conte geht gleich auch. Holy shit. Ja, war vielleicht auch nicht so eine gute Idee. Hansen können wir gleich noch vertickern. Obermeier jetzt schon noch raus, weil wenn er eh abhaut, was soll's. Jo.
Das war das Wichtigste für mich. Speichern wir. Also, bis demnächst. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh.